Was sind die Folgen des Brexit für Europa? Naja, also die EU verliert natürlich ein Mitgliedsland, was sehr wichtig ist auf weltweiter Bühne. Großbritannien hat eine große Armee und ist relativ einflussreich. Das macht natürlich die EU schon etwas schwächer. Auf der anderen Seite war Großbritannien natürlich auch ein Hindernis gegen die Integration. Die Briten haben sich gegen viele Dinge gewehrt und vielleicht wird es jetzt ohne die Briten einfacher, in Europa mit der Integration voranzukommen. Aber letztendlich wissen wir es halt noch nicht. Wir müssen abwarten, wie die Brexit-Verhandlungen ausgehen.